Und da sind wir wieder nach einem ungewöhnlichen Schnitt. Mir ist die Gameplatte vollgelaufen. Und ja, hab's leider nicht rechtzeitig auf die Uhr geguckt und dachte mir schon, dass es ein bisschen spät ist. Eine ziemlich lange Session. Wir wollten jetzt den Gagak-Trank herstellen. Heute ist es endlich soweit. Brauchen wir auf jeden Fall Telekinese, weil wir müssen ja... Wir dürfen nicht hinter die Theke gehen, weil sonst Tissi rummeckert und uns irgendwann rausschmeißt. Deswegen müssen wir das alles so machen. So, wir brauchen auf jeden Fall einen Lauch, eine Karotte und ein Drachenei. So. Drachenei. Lauch. Und Karotte. So, und jetzt müssen wir einfach die Tränke nehmen und auf den Kessel machen und dann haben wir den Gagak-Trank. So, jetzt brauche ich erstmal Zauber. Ich muss nochmal wissen, wie Telekinese ging. Telekinese. Mann, ein Zug ist auch nicht schlecht. Müssen wir auch mal ausprobieren bei den Lichts. Beschwören wollten wir auch mal machen. Was ist es denn? Ach ja, Telekinese. Ach, das war das ja auch nicht. Das war ja was anderes. Okay. So. Wie ein S. So, okay. Telekinese funktioniert. Ein Gagak-Trank. Wir haben's. So, und jetzt müssen wir in die Krypta. Soweit haben wir es ja. Moment, nochmal ein kleiner Quickie. So. Ah, und heute ist es soweit. Sobald wir natürlich das Rätsel mit dem Hühnermann gelöst haben. Habe ich hier vor, die Ringe erstmal bei der Rebellenanführerin abzuheben und statt bei den Schlangenfrauen. Also wir tun es mit Absicht bei der quer und mach mal das. Das hätte ich jetzt mal so gedacht, dass ich das mache. Man kann es natürlich auch andersrum machen. Wir hätten auch das ist für die Leute, die jetzt zum Beispiel nicht auf Magie aus sind, also die auf Nahkampf skillen, wir hätten jetzt auch von den Schlangenfrauen das Angebot annehmen können, dass sie für uns das Schwert verzaubert. Das hätten die nämlich auch gemacht. Das ist halt die Möglichkeit, wenn man nicht die Fähigkeiten hat, Objekte verzaubern. Man hat aber immer noch die, man findet aber trotzdem immer noch die Schriftrollenobjekte verzaubern. Deswegen finde ich es halt sinnlos, sowas zu nutzen. Das, die Sache ist ja, wenn man das macht, und die Schlangenfrauen, die das verzaubern, wollen die dafür als Gegenleistung wissen, wo die Rebellen sich befinden. Und ihr könnt euch ja vorstellen, was dann passiert. Die Schlangenfrauen würden die Rebellen auslöschen. Weil die etwas ganz Besonderes suchen dort. Das ist nicht der Krahaus und auch nicht der Sohag. Aber das erfahrt ihr sowieso gleich. Das lösen wir nämlich gleich auf. So, jetzt sind wir wieder in der Stadt. Jetzt gehen wir nochmal fix in die Krypta. Das war, glaube ich, sogar in der ersten Etage. Also in der ersten Unteretage. Und ich hoffe, dass ich, wenn wir den nächsten Level aufstiegen, endlich die super geile Fähigkeit nutzen kann. Wir brauchen ja sehr viel Magie, um Akbar zu besiegen. Ich weiß noch nicht, ob wir überhaupt bereit dafür sind. Ich kann diesen Spruch noch nicht wirken. Ja, diesen Zauber werde ich irgendwann einsetzen können. Jetzt gehen wir erstmal hier wieder rein. Solange jetzt nicht wieder Zombies und sonst was entgegenkommt. So, das war, glaube ich... War das auf der Seite? Das war auf der Seite, war? Nee, das war auf der anderen Seite. Da konnten wir nämlich das letzte Mal nicht lang, weil uns was gefehlt hat. Wow!
Habe ich mich erschrocken. So, schon auf gelb. Und. Und noch ein Schlag, das war's. Also ich muss sagen, das Schwert ist Bombe. Also es haut ja wirklich alles weg. So. Dann nehmen wir einen Hebel. Wenn hier durch. Kurz safen. Und wir sind in einem Raum mit einem Hühnchen. Lord Inut. Also wir können dieser Gestalt sehen. Aber ihr seht, er verwandelt sich dauernd in einen Huhn. Also beziehungsweise er ist das Huhn. Das sollte jetzt nur zeigen, dass er es ist. So, ein Armband nehmen wir mit. Was haben wir hier drüben? Ein Schlüssel. Jetzt frage ich mich, wozu der Schlüssel ist. Wo ist mein Schlüsselband? Ach, hier. So, jetzt geben wir mal den Gack-Gack-Trank. Natürlich, sobald er wieder ein... Weil geht auch, glaube ich, so, oder? Kokorito. Und vor allem, fällt euch auf, dass Lord Inut aussieht wie wir? So, wir gehen am besten alle Tränke. Mal sehen, was als... Es müsste eigentlich stehen, dass wir es geschafft haben. Also ihn wieder zurückverwandelt haben. Ah, wo steht's? Müssen wir das füllen? Achso, nee, das ist noch das. Ach so, schade. Ich dachte, es steht im Questlog. Und wir sind Level gestiegen. Wir sind jetzt Stufe 10. Wir haben jetzt die Max-Stufe erreicht. So, dann gehen wir nochmal in Intelligenz. So, erstmal hier so rein, dann gucke ich mal, ob ich schon die Fähigkeit einsetzen kann. Schnell, geh, bevor die Ablösung hier auftaucht. Immer klicken, 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 klicken. Das ist ein kleiner Bug. Oder, nee, ein kleiner Trick. Wenn man die ganze Zeit Lord Inut anklickt, dann passiert was mit ihm. Seht ihr schon, er wird schon langsam rot. Na los, er fängt schon an zu dampfen. Und... Bäu! Ein Langschwert, nicht identifiziert. Ach, das kann... Ah, stimmt. Da braucht man, glaube ich, ein Objektwissen von 100 oder so, um das angucken zu können, was das Schwert macht. Na, das war nicht so stark wie das, was wir hergestellt haben. Wäre halt eine Möglichkeit gewesen, schon vorher an ein gutes Schwert zu kommen. Oh! Egal was das war so heftig, dass ich meine gesamte Mana verschwendet habe. Wow. Also wir haben genug, denke ich. So, dann gehe ich noch ein bisschen in den Nahkampf, oder? Dass es auf 50 ist. So, jetzt ist das Ding auf 50. Wir könnten jetzt noch Objektwaffen Wissen machen, aber das bringt, glaube ich, nichts mehr. Der Rest dann voll in Magie. So. Ist das auch schon mal schön. Jetzt haben wir sogar noch zwei Eier übrig. Ich denke mal, wir sind gut gewappnet jetzt dafür. So, jetzt bringen wir noch die Ringe zurück. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube, wir müssen Ebene 4. Um wieder ins Rebellenlager zu kommen. Und dann suchen wir Akbars Tempel auf. Und dann kommen wir wirklich langsam ans Ende. Wir haben auch soweit fast alles gemacht, was es möglich ist in Arxatelis. Natürlich nicht andere Wege gewählt. Wir hätten wirklich noch andere Sachen machen können. Wie gesagt, man hätte auch direkt für die Schlangfrauen, also die Schwestern von Edoneum, arbeiten können. Aber das haben wir nicht gemacht. Wir haben uns natürlich für die andere Seite entschieden. Und dementsprechend, wenn wir das jetzt gelöst haben, das mit dem Geist, kommt auch eine ganz andere Videosequenz. Weil wir den Fall aufgelöst haben. So. Jetzt nur gucken, wie ich am schnellsten Weg wieder da rauskomme. Hoffentlich kommt nicht wieder so ein Rattenmensch. So, hier war's.
So, wo war's hier? Irgendwo Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Da. So. Alia hieß die, oder? Ladedaten. Kurz safen. Vielleicht werde ich mal zur gegebenen Zeit mal einen, den alternativen anderen Weg anzeigen. Oh, hier kann man ja auch noch Sachen verkaufen und kaufen. Ich glaube, wir verkaufen erstmal die Sachen hier. So. Das brauchen wir nicht. Kein Platz. Naja, dann können wir die Auftragsklinge auch verkaufen. Haben wir eigentlich ganz gut. Gibt übrigens auch einen kleinen Trick. Man kann sich hier in der Kammer verstecken. Also hier so in die Ecke. Wenn man Schleichen hoch hat, dann wird man nicht gesehen. Aber ansonsten kann man noch den Zauber Unsichtbarkeit einsetzen. Der Typ, der verlässt ab und zu mal nämlich den Raum. Und der schließt dann ab. Aber wenn man dann noch diese Truhen, eine Truhe im Inventar offen hat, kann man trotzdem das ganze Zeug stehen. Also man kann quasi die Truhen rausräumen, ja. Wenn er dann wieder reinkommt, schnell wieder verschwinden. Und dann sein eigenes Zeug, was du geklaut hast, wieder an ihn verkaufen. Hier, ich hab was für dich. Was damit? Danke, dass ihr das für uns getan habt, Amshagar. Wisst ihr, ich komme, um eure Hilfe großzügig zu entlohnen. Bitte bleibt noch ein bisschen bei mir. Aha. Wohin geht ihr, Amshagar? Seid ihr nicht zufrieden mit mir? Ich weiß, wie wichtig eure Aufgabe ist, aber ich habe vor, sicherzustellen, dass ihr hier bei mir bleibt. Für immer. Oh mein Gott. Wohin geht ihr, Amshagar? Seid ihr nicht zufrieden mit mir? Ich weiß, wie wichtig eure Aufgabe ist, aber geht, Amshagar. Und bitte seid sehr vorsichtig. Schade, dass man nichts gesehen hat. Naja, ist ja nicht so schlimm. So, die können wir ja auch noch geben. Warte, halt hier so. Der Krahos und der Soharg vereint. Das ist ein Artefakt von unerhörter Macht. Weit mächtiger als der Krahos allein. Als diese beiden Objekte das letzte Mal zusammengebracht wurden, geschah das durch die Hand meines Großvaters, König Poxelis. Was den Schild der Ahnen angeht, den brauchen wir nicht mehr. Nehmt ihn als Beweis unseres Dankes. Und wir kriegen den Schild der Ahnen wieder zurück. Den wir jetzt aber nicht brauchen, da wir keine Einhandwaffe haben. Also den Schild können wir zum Beispiel jetzt verkaufen. Weil wir jetzt den Schild der Ahnen haben. Der wäre zum Beispiel gut, wenn wir wirklich Schutz vor Magie benötigten. Was liegt denn hier eigentlich? Die alten Götter von Abdul al-Raif. Okay, so, dann haben wir das auch gelöst. Und jetzt müsste theoretisch die nächste Szene kommen, also Videosequenz. Ich muss nur gucken, ob ich wieder in Ebene 4 zurückkomme. Und dieses eine Traumsequenz, die ihr da gesehen habt, die soll, wie gesagt, die kann man vielerlei deuten. Das kann so viel wie bedeuten, dass sie, also das erste war, wie gesagt, eine Traumsequenz, das andere war halt Wirklichkeit. Und ja, da ist was zwischen den beiden gelaufen, ist klar. Immerhin habe ich hier zwei Ringe geschenkt, hallo? Da muss ja schon was kommen, ne? Also, so Knickknack und... Naja, jedenfalls, war das, glaube ich, irgendwie kann man das sehr interpretieren, dass es wirklich eine Eindeutung war, dass er sich wünscht, dass er nicht zurückgeht zum Noden, weil wir müssen ja zum Noden zurück, sobald wir hier fertig sind. Warum hat der Mehlsack hier oben? So, und Ebene 4. Sehr gut. Und da müsste jetzt eigentlich langsam die Szene kommen. Weil wir haben jetzt eigentlich alles richtig gemacht.
Wir müssen eh Ebene 4, um zu Dingens zu kommen. Aber die sind nicht hier, das wundert mich ein bisschen. Eigentlich müssten hier Wachen von den König sein, weil hier... Oder ich erzähle es, ich muss es noch den König erzählen, dass sie noch lebt.